Hey, was geht, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Vegetarier, zurück bei Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Wir sind nun beim zweiten Kapitel von Primrose, also in der Stadt vom zweiten Kapitel von Primrose angelangt, nämlich in Stillschnee. Dort wollen wir es bestreiten, aber zuallererst heißt es mal hier mit den ganzen Leuten interagieren, aber zuvor, bevor ich dann... Ich sollte vielleicht mit den Leuten da palabern und kriegt dort bestimmt auch die Information, wie ich, Kettenbrecher. Graviton-Axt. Ich meine, das hat eine bessere Genauigkeit, aber... Ich glaube, die Gold-Axt bleibe ich erstmals, aber die Graviton-Axt... Die wäre was, aber die ist zu teuer. Genauso wie der Bogen hier. Oh, wen wundert's? Eine prachtvolle Weste. Senkt die Elementarangriffe leider ein bisschen ab, aber dafür ist es in den Verteidigungswerten wirklich heftig deftig. Kann ich irgendwas verkaufen? Haben wir da... wir haben leider keinen richtigen Verkaufsgegenstand. Lassen wir das. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmals Informationen. Und gucken, was wir von Items bekommen. Vorräte im Überfluss. Eine Witwe mit ihrer Tochter zusammenlebt. Nachdem ihr Mann verstarb, verließ sie kaum noch ihr Heim. Doch seit ihre Tochter Freud gefunden hat, geht sie häufiger aus und steht auch mit den anderen Dorfbewohnern wieder in Kontakt. Vorräte im Überfluss. Schmied und Pfarrer der Stadt haben neue Waffen. Oh, nice. So, und was können wir hier Feines bekommen? Einen ausreichenden Flachs. Hat Ralf eine hitzeerzeugende Erfindung. Das ist auf jeden Fall ein Nebenquest-Gegenstand, aber das ist risikoreich. Das ist nur 80%. Da kann es schief gehen. Und das will ich natürlich nicht. Ich will meinen Ruf der Stadt nicht zu sehr schändigen. Wie viel kostet das überhaupt? 608, naja. Ich will es mir trotzdem ersparen. So, und? Yes! Okay, das speichern wir nochmal schnell ab. Ich will lieber... Sicher ist sicher. Dieses Stillschnee, ein kleines Dorf, was begraben unter tiefen Schneewehen. So, erkundigen. Weil da kann man immer garantiert Informationen rauskriegen. Was er bei... Cyrus, unser Gelehrter, hoffentlich heißt unser Gelehrter so, was bei unseren Gelehrten leider Gottes immer schief gehen kann. Ein Junge, der trotz der eisigen Kälte jeden Tag draußen spielt. Er übt seine Schwertkunst an den Eisskulpturen, die in letzter Zeit rund das Dorf aus dem Boden sprießen zu scheinen. Okay, ein verborgenes Objekt. Und auf der Karte kann man es dann über ein Rufzeichen erkennen, das verborgene Objekt. So, was können wir von ihm bekommen? Heiltrauber und anregende Pflaume. Gib her. Die Wahrsagerin wohnt in dem Haus mit dem roten Dach. Eine Wahrsagerin? Ein Mädchen, das jeden Tag der Witterkälte trotz, um draußen zu spielen, sie bewirft vorübergehende, von denen sie nichts hält, mit Schneebällen. Nur die Götter wissen, wie gut ihr Ziehvermögen ist. Okay. Eisseelenstein gibt es dafür. Ah! Shit, es ging schief. Vielleicht sollte ich das doch mal... Vielleicht sollte ich das doch mal so probieren, weil ich will nicht, dass, weil ich will schon alle Versuche noch da haben. So, ich hoffe, dass ich da Speicherplatz genommen habe, der nicht automatisch, sondern manuell gespeichert wurde. Ja, der was manuell gespeichert wurde. Come on, das darf diesmal nicht schief gehen. Vielleicht will ich erstmal den einen Eisenstein nehmen und... Yes, das hat geklappt dieses Mal. Wir sind Filme.
Typen? Meinst du jetzt den Schneemann? Oder den Jungen? So, hier ist das erste verborgene Objekt. Ein weiterer mittlerer Eisseelenstein. Kann man nur gebrauchen. Elementarer Schild. Also fürs Ausweichen verringert sich, aber man bekommt wirklich jede Menge defensive Werte. Ja, da sieht man es auch. Also Ausweichen wird generell verringert. Der ist für Elementarverteidigung gut. Schneeweiße Kapuze. Dafür hat einen zusätzlichen Ausweichsbonus. Das sollte man auch je nach Vorlieben. Wow. Maximal GP plus 200. Achso, Moment, hatte ich nicht. Jetzt habe ich das mit den Fähigkeitenpunkten verwechselt. Nein. Ja, Gesundheitspunkte und plus 200 ist nicht gerade viel. Ja, je nachdem, wie es für den Charakter passt, wie es zum Charakter passt, sollte man am besten ausrüsten. Finde ich jedenfalls. Das sollte man natürlich selbst entscheiden, wie man es machen möchte. Und ist... Da ist ein rotes Dach. Ist hier die Wahrsagerin? Und... Oh, Fahrt zum Weißwald. Ja, ich glaube, da wollen wir noch nicht hin. Ja. Man sagt, in diesem Wald würden alle möglichen schrecklichen Monster hausen. Bleib weg, das ist nicht wert, sein Leben zu riskieren. Ja, ich werde auch dorthin erst gehen, wenn ich erstmals deutlich stärker bin, weil... Nee, keine Lust. Provozieren wie ein Profi. Dieser Holzfäller verlor seine Frau vor einem Jahr an einer Krankheit und muss sich seither allein um seine beiden Söhne kümmern. Von Natur aus ist er zwar eher in sich gekehrt, hat sich aber zum Wohl seiner Söhne darum bemüht, mehr Kontakt zur Gemeinde aufzunehmen. Okay. Damit können wir jetzt, bessere Chance zu provozieren. Zufriedenstellende Kohle. Ja, ist auch natürlich ein Sidequest-Gegenstand. Den speichere ich auch erstmal ab, weil... Das kann ja schief gehen und... Ja. Ich will meinen Ruf nicht schändigen. Na komm jetzt... Geh da hoch! Muss ich erstmal über die Treppe. Wie kostet das überhaupt? Naja, solide. Aber ich stieß lieber. Yes, Baby! So, zur Wahrsagerin gehen wir später. Was ist das? Oh! Eine Kirche. Mit einer Heiltraube. Ein Priester aus Flammholt, der erst vor kurzem noch tüchtig gekommen ist. Ursprünglich hatte er vor, die Lehren der Heiligen Flamme in einer anderen Stadt zu verbreiten. Musste jedoch gehen, als seine Sicherheit nicht länger gewährleistet werden konnte. Okay. Oh, eine Jaguar-Lanze, aber nur 55%. Ja. Da muss ich erstmals... Da muss ich auch dafür erstmals abspeichern, wenn ich das versuchen möchte. Weil die Chance ist ein bisschen arg niedriger. So, und was ist mit diesen Herren hier? Geldverleih. Wie geht es? Der Problem beim Gleichen der Rechnungen? Solltest du jemals Geld brauchen, helfe ich gerne aus. Meine Zinsen sind wirklich überschaubar, wie du sehen wirst. Den Typen können wir doch mitnehmen. Ich glaube, ich weiß, wofür wir den Typen brauchen können, aber dazu müssten wir ihn erstmal bezirzen. Beziehungsweise führen. Ein durchtriebener Geldverleiher, der sich den Zorn vieler Menschen zugezogen hat. Viele seiner Opfer wurden nichts lieber tun, als ihm seine Taten heimzuzahlen. Doch das mörderische Funkeln in seinen Augen genügt, sie das noch einmal überdenken zu lassen. Oh. Oder doch nicht. Vielleicht doch nicht. So, da ist das Wirtshaus und da ist eine Nebenquest. Na gut, dann verdient es auch, dass wir ihn bestehen. Hm.
Sorry, dass ich da jedes Mal speichern muss, aber ich möchte nicht riskieren, dass ich da, dass da was schief geht, ne? Na, das kaufe ich sicher nicht. Das gehört mir, yes! Oh yes, baby. Also Tressa, wenn ich das jetzt richtig sehe, sie bekommt halt praktisch, sie bekommt da praktisch nur die normalen Fertigkeiten. Von der zweiten Klasse. Ah ja, Laufbahnen. Kann ich vielleicht... Nee. Geht nicht. Ja, das geht wirklich nur mit einem einzigen Charakter jeweils. Aber gut, mit Treasure gibt es auch eigentlich im ersten Sinn. Ich bleib dabei, dass sie die Jägerin Laufbahn bekommt. Und ich glaube, wenn wir erstmals alle Fertigkeiten gemeistert haben, denke ich, könnten sie auch übergehen, selbst wenn wir die Laufbahn wechseln. Genauso wie die Waffe. Oh, und das ist verborgene Objekt. Im Gasthaus. Und da gibt es Auftritte nebenbei. Erfrischende Marmelade. Und eine Nebenquest. Olive des Lebens. Da, 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 dam, dam. Hey! Okay. Genug nun damit. Die Show muss woanders weitergehen. Ah ja. Dann können wir die Gruppenmitglieder wieder austauschen. Ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Kirche. So viele Leute. Und probieren es. Ob wir... Okay, den lebhaften Ring haben wir schon mal. Den speichere ich am besten, weil bevor dann das, bevor dann der andere Gegenstand zu sehr schief geht, will ich das nicht riskieren. Aber wenn ich erstmal die Lanze habe, dann habe ich wirklich was Gutes für Treasure. So, probieren wir's. Nope. Heilige Flamme beschützt alle, sogar Menschen wie euch. Okay, ich probiere es nochmal. Yes! Da ist sie. Ja, dann habe ich halt einen Versuch weniger. Was soll's. Und tatsächlich, das Tempo wird verringert, aber alles andere, die kritische Rate und die physische Angriffskraft, erhöht sich. Tja, dann gib die doch her, ne? Nice one. Das gehen wir später hin. So. Habe ich eigentlich mit ihnen schon gesprochen? Wart ihr in Flamholz, südlich von hier? Es ist eine große Stadt mit einer schönen Kathedrale. Ja, dort waren wir. Dort haben wir auch unseren letzten vorletzten Charakter kennenlernen dürfen. Es ist wenigstens toll, dass wir jetzt alle Charaktere zur Verfügung haben. Auch wenn sich manche wirklich viel zu sehr ähneln mit den anderen in der passiven Fertigkeit ähneln. Ja. Ihr mögt drüben? Natürlich, den mögen doch alle. Meine sind nicht zu vergleichen, was ihr je geschmeckt habt. Ich lasse sie hübsch langsam unter der Schneedecke reifen, bis sie vor natürlichen Zucker fast platzen und der Geschmack ist einfach unübertrefflich. Sind Rüben nicht eigentlich Gemüse? Ich dachte, Gemüse hätte keinen Zucker. Dieser Mann arbeitet auf einem... Hof im Frostland. Er bestellt sein Felder selbst im grimmigsten Schneesturm mit einem Lächeln auf den Lippen. Seine Früchte und Gemüse sind für ihre Knackigkeit berühmt. Viele Menschen rühmen ihre Süße. Na gut, dann müssen das Zuckerrüben sein. Die haben natürlich Zucker. Uff, das lebhafte Armband. 8%. Aber dafür gibt es rote Beete. Wie viel kostet denn das eigentlich? 5.050. Ich riskiere es jetzt lieber nicht. Hey, hier darf niemand passieren. Oh, wirklich? Aber dazu müsste ich jemanden haben, der zum Kampf herausfordert.
Eine im Stischnee aufgewachsene Söldnerin. Als Kind träumte sie davon, Tänzerin zu werden. Doch dank ihrer Kraft und ihrem Geschick mit der Klinge ist sie fähigste Kämpferin des Dorfes geworden. Das tut ihren Traum eines Tages von einer jubelnden Menge auf der Bühne aufzutreten, dennoch kein Abbruch. Und was hat sie da? Oh, Donnerschild und gehörnter Helm. Zu hohes Risiko wieder mal. Holen wir uns mal die Olivenblüte hier. Aber gut, dann jetzt, dass ich hier... Na komm. Dann schaue ich mal hier. Ein Erfinder, der in Stierschnee lebt, mit Hilfe seines großen Intellekts stellt er mit den Materialien, die ihm zur Verfügung stehen, findet sich Gerätschaften her. Okay. Fegen der Ring und schädlicher Staub. Ha! Passt! Nach dem Tod seiner Frau ertränkt dieser Mann seinen Kummer im Bier und widmete sich dem Glücksspiel, was ihm wiederum sein Auskommen kostete. Als sich seine Schulden türmten und seine Gesundheit litt, erkannte er schließlich seinen Fehler. Einen Augenblick kämpft er darum, sein Leben seiner Tochter zuliebe wieder in der richtigen Bahn zu lenken. Ja, richtig so. Aber das ist kein Grund, oh Mann. Kritische Armband. Es ist trotzdem kein Grund, sich da in diesen Spielsucht. Aber gut, ich meine, ich hab... Weil, gut, jeder Mensch tickt ein bisschen anders, weil selbst die normalsten Menschen könnten unter solchen Umständen wirklich in sowas runterfallen. Die Depression könnte sich so weit ausschlagen, dass das, ja, das ist leider Gottes. Die Menschen zu so etwas verleitet. Leider. Olberic. Gegen Alfen. Ach, Moment, nein. Weil ich brauche ihn noch für Informationen. So. Aber Olberic wird dann diese Söldnerin herausfordern. Das Risiko ist mir trotzdem hier zu groß, um hier zu stehlen. Deswegen nochmal speichern, die ganzen guten Versuche. Und dann probieren wir es mal. Dass wir zumindest hier den Willenssehenstein M stehen können. Weil das hier ist leider zu risikoreich. Ich könnte es mir auch kaufen, wenn ich, nur nicht so geizig wäre gerade. Weil jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder gut Geld anhäufen kann. Um mir wieder auch andere Sachen kaufen zu können. Aber im Augenblick versuche ich mal so auszukommen, wie es gerade geht. Wie es mir gerade. Im Augenblick versuche ich jetzt so auszukommen, wie es mir gerade möglich ist. Das habe ich ja in Großteils des Spiels ja auch so bislang so gemacht und so kann ich auch weitermachen. Am Ende könnte ich dann eine Goldfarming-Methode finden, sodass ich dann auch die restlichen Sachen irgendwie kaufen kann. So, Zeit mal diese Söldnerin hier raus. Was? Ich darf nicht? Ah. Flinses Stufe 40. Als ob, ich kann also in das Haus nicht rein. Noch nicht. Oh, das ist echt fies. Ja, was soll's. Ich dachte schon, ich stecke jetzt hier fest. What the hell? Tja, wird wohl nix. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal stärker werden zu müssen, damit das überhaupt klappen kann. Ja, in der Zwischenzeit erkunde ich mich erstmal hier bei den anderen Leuten. Noch sind jede Menge hier übrig. Ja, okay, hier sollte ich nur nicht hingehen. Wahrscheinlich muss ich erstmal mit der Wahrsagerin reden.
Unwiderstehliche Verführung. Oh, dieser Mann behält ein gewisses baufälliges Haus am Dorfrand. Genau im Auge. Zwar tut er das lediglich aus Sorge um die Sicherheit anderer, wurde deswegen jedoch gelegentlich von einer ebenso besorgten jungen Dorfbewohnerin mit Schneebällen bombardiert. Dies hat seinen Bemühungen einen leichten Dämpfer verpasst. Okay, Einwohner gehen eher auf die Verführungsversuche rein. Ja, okay. Aber Moment, ich habe noch gar nicht mit den richtigen. Geh nicht weiter, es gibt Dinge auf dieser Welt, von denen man besser nichts weiß. Ach so? Bischofshut, ja, die Chance ist bestimmt. Oh, 80%. Ja! Habe ich einen schönen Ausrüstungsgegenstand bekommen, der eh ziemlich teuer gewesen wäre. Oh, sagt niemand, dass ich hier bin. Warum nicht? Was ist los? Ein junger Mann, der davon träumt, Künstler zu werden. In letzter Zeit hat er seine Fertigkeiten verfeinert, indem er einen ganzen Torf Eiskulturen schnitzte. Doch welch Frevel, nahezu alle werden immer wieder durch einen unbekannten Kritiker zerstört. Doch es hält ihn nicht auf, in seinem Bestreben, die Welt mit seinen Werken zu füllen. Ja, gibt es immer wieder welche Leute, die seine Werke nicht zu schätzen wissen. Tragbarer Suppentopf. Ich bin beschäftigt, habt ihr gehört? Ich habe kein Zeit für eure Narreteien. Scheiße. Ach. Ich messe mit dem Feuer stehen und diesen Feuer sehen. Stein! Ach Mann! Gut, ich probiere es noch einmal und dann speichere ich halt ab. Dann habe ich jetzt halt nur noch einen einzigen Versuch hier. Ach, das kann doch nicht wahr sein! Ah. 80% ist doch eigentlich immer noch gut. Und trotzdem geht es gleich schief. Die haben noch so viele Leute. Und das brauche ich als Questgegenstand. Jetzt hat's geklappt. Brrr. Toll. Und es sind auch nicht alle Leute gewesen. Ich habe immer noch so einige hier vor mir. Und hier im Haus ist bestimmt noch jemand. Yep. Was ist das jetzt eigentlich? Eine Frau, die unter der Last vor Schulden ächzt, die sie nun in ein Freudenhaus abarbeitet. Obwohl sie von Natur aus eher still und zurückhaltend ist, zwingt sie sich dazu, sich anders zu geben, der Hoffnung, eines Tages wieder ein normales Leben führen zu können. Und da mit dem Preisnachlass im Gasthaus. Nachdem habe ich ja gesucht, um meine Charaktere jetzt mal komplett zu heilen. So, gib her, erstmal ist das hier. Mit super geführter Beutel. Oh, ein schöner Verkaufsgegenstand. So, was mir noch fehlt, ist jetzt hier das verborgene Objekt. Und ich vermute fast, es ist in dem Haus da drin, wo ich noch nicht reinkomme. Das muss was besonders Heftiges sein. Jupp, ich hab's befürchtet. In dem Haus. Da komme ich leider nicht rein. Hier sind viel zu viele gute Gegenstände. Und leider Gottes sind sie... Und allerdings haben sie alle eine hohe Chance, dass sie schief gehen. Tja. Ich könnte hierbei eine Ausnahme machen und mir vielleicht davon was kaufen. Aber schauen wir mal. Jetzt erstmal muss ich mich noch mit den anderen Charakteren befassen, die noch hier sind. Ach Moment, ich war noch gar nicht im Gasthaus, ne? Leute, habe ich auch schon noch vergessen. Das wollte ich auch noch schnell machen. So, wie viel kostet es jetzt? Ah, 102, also 50%, also fast 50% weniger. Oder mindestens 50%. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Originalpreis, aber ja, schon viel besser. Jetzt sind wir wieder topfit. Ich muss noch gucken, wie ich jetzt meine Gruppe noch ausstatte. Also, wie ich hier dann noch weitermache. So, aber erstmal schauen wir mal, was diese Dame hier Feines anzubieten hat. Ein verbotener Dolch? Was ist aus dem Verringer zugefügten Feuer und Dunkel? Und den kann ich nicht stehlen. Ist er verkäuflich? Ja, aber für 72.000! Ich glaube, das ist der stärkste Dolch aktuell. Scheiße. Ach, na schön.
Drache des Frostlandes? Einem Frostland bekannter Söldner. Sorgfältig sammelt er Informationen über Monster, bevor in den Kampf gegen sie zieht, egal wie grausam sie auch sein mögen. Er hofft, dass sein Abenteuer lange, nachdem er bereits aus der Welt der verschiedensten Geschichten weiterleben. Okay, das ist bestimmt wieder ein Questgegenstand. Ah, ein Silberdolch. Nein! Ah, das darf nicht wahr sein! Moment, habe ich das andere... Okay, ich habe da nur geguckt. Was so ein Scheiß aber auch. Jetzt muss das schief gehen. Es gibt noch so viele neue Ortschaften, wo ich... Ja. Auch andere Leute gibt, die ich bestellen könnte. Komm jetzt, das muss jetzt gut gehen, bitte. Yes! Also. Gut, also ich merke mir die Frau, bei der kann ich erstmal noch nicht den Dolch holen. So, ich glaube, das ist jetzt hoffentlich der aktuell letzte Charakter. Ein Mädchen gesegnet mit der vollkommenen Stimme ihrer Mutter, die einst sang und allen sich herum viel Freude bereitete. Nachdem ihre Mutter jedoch vor 3 Jahren einer tödlichen Krankheit erlag und die Gesundheit ihres Vaters zu schwinden begann, war sie nicht mehr in der Lage, Musik in ihren Herzen zu finden. Oh. Das tut mir auch wieder wirklich leid. Aber trotzdem muss ich so unmoralisch sein und von ihr wieder stehlen. Also auch von ihr stehlen. Aber schau mal, was sie hat. Ein Mondsicheldolch? Ja! Vergiftet das Ziel gelegentlich. Also wir haben einen schönen Dolch bekommen. So, von ihnen haben wir auch schon alles. Ich glaube, im Gasthaus gibt es noch welche, von denen ich noch nicht alles habe. Ja! Ihr hört zu, ich schwöre, das mache ich sonst nie, aber habt ihr vielleicht das Geld für mich nur ein kleines bisschen viel? Wie viel auch immer ich zahle, ist euch zurück, sobald meine Tochter endlich Geld nach Hause bringt. Ihr werdet schon sehen. Naja, das kritische Armband. Okay, jetzt wird Zeit, dass wir uns mal angucken, was für Nebenquests hier anstehen. Wir haben das uns jetzt alle erkundigt. Also, alle möglichen haben wir jetzt angeguckt. Ich so wie gekleidet bin, nicht friere? Fragt ihr? Nein, wenn wir rausgehen, trage ich mehrere Schichten übereinander. Alles in Ordnung. Ah ja, weil sie wie eine Tänzerin gekleidet ist. Naja, hier drin wird sie wohl kaum frieren, vor allem bei den wohltuenden Kaminfeuer. So. Als sage, jetzt werde ich das Dorf verlassen, Singerin werden. Das ist mein größter Traum. Aber ich kann nicht gehen, bevor meine Familie ihre Schulden bezahlen hat. Mein Vater ist nun, wie er eben ist. Und deswegen kann ich meine Familie nicht verlassen, um meinen Traum zu erfüllen. Von Aufbruch. Ja, okay. Ja. Domo. Vom Beruf bin ich Erfinder. Derzeit habe ich eine taubare Wärmequelle, die man ganz leicht mitnehmen kann. Ach, da habe ich doch was, oder? Ich brauche eine weitere Materialien für meine Arbeit. Wenn ich ein funktionierendes Versuchsmodell bauen möchte, nicht einmal das habe ich bislang geschafft. Kohleflachs und praktischer Metallbehälter. Wenn ich nur diese 3 Dinge hätte, bekäme ich es bestimmt zum Laufen. Ich hab doch alles, ne? Yes! Wir haben eine weitere Nebenquest, die wir füllen können. Ach, ihr habt genau das, wonach ich suche. Bitte, wäre ich bereit, euch davon zu trennen? Selbstverständlich, bitte sehr. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich mein Versuchsmodell bauen. Nice! Gute Belüftung vorausgesetzt, sollte ich in diesem Metallbehälter Kohle und Flachs anzünden können, um... Ja, das müsste klappen. Na bitte, ich habe alles in einen stabilen Sack gesteckt und schon ist alles fertig. Oh, wie wohl ich warm das wärmt durch und durch.
In einem verschneiten Land wie diesem ist es äußerst wichtig, sich warm zu halten. Seht euch zum Beispiel die Dächer der Gebäude an. Dort sammelt sich der Schnee und man muss ihn regelmäßig runterfegen, damit Last nicht zu groß wird. Wie soll man sich warm halten, wenn man draußen ist und Schnee vom Dach fegt? Ein Ofen passt in keine Tasche und viel Glück beim Versuch, im Schnee ein Feuer zu machen. Aber wenn man sie hat, kann man sich auch beim Schneefegen wärmen. Eines davon ist in der Jackentasche und selbst Kinder könnten im Schnee spielen, ohne zu frieren. Und so da ich in der Wärme der Schlafe übermachen, ist es völlig ungefährlich. Das Feuer kann außer Kontrolle geraten. Meine Findung könnten die Menschen Wärme und Sicherheit genießen. Vielen Dank, dass ihr dabei unterstützt habt, meinen Traum zu verwirklichen. Gern geschehen! Haft uns schaffen uns. 4800, gar nicht schlecht. Auch wieder etwas Kohle dazu. Ja, ansonsten. Schätze ich mal, sind wir hier eigentlich so gut wie fertig. Gut, dann könnten wir noch das Haus der Wahrsagerin aussuchen. Aber das machen wir dann ab dem nächsten Part. Ja, und wie immer gilt, wenn es so gefallen wusste, dies zu bestätigen. Wenn es eines Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Ja, und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crushwood, wie geht's hinein? Bis nächsten Part von Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Also viele sehen und tschüss, ihr Leutchen!